gesunde Ernährung. Ja, interessantes Thema, ja. Es ist Wahnsinn, wie viel Ernährungsberater gibt es. Es ist unglaublich, wie viel wird studiert für diese Thematik. Es ist, wie viel Zeit wird investiert. Wie viel es wird Kraft investiert und wie viel Unterschied ist dabei, ja? Du weißt selber wahrscheinlich, eine erzählt eines, die andere sagt das andere und der Mensch weiß gar nicht mehr, was er glauben soll. Was ist das, diese gesunde Ernährung nach meiner Meinung, nach meiner Sichtweise? Das ist das, was dich in Harmonie hält. Jeder Mensch schwingt bisschen anders. Jeder Mensch hat unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche energetische Situationen und jeder Mensch muss intuitiv anfangen, wahrzunehmen, was er jetzt braucht. Ich habe bewusst Online-Kurs zu diesem Thema gemacht, weil ich habe verstanden, man kann nicht pauschalisieren alle Menschen und sagen, das ist gesund, das ist nicht gesund. Ich kann nur bloß sagen, welche Pflanzen sind förderlich jetzt. Aber entscheiden musst du treffen, ob du genau jetzt Löwenzahn brauchst oder Weißkohl oder Kartoffel oder was weiß ich noch. Es ist intuitiv entscheiden zu treffen, was für mich jetzt passt, muss man trainieren. Du kennst mein Video über Körperpendel. Das ist die beste Möglichkeit, mit sich selbst Kommunikation aufzubauen und beste Berater für dich fragen. Das bist du. Such dieses Video aus, bitte, und praktiziere. Erde dich erst. In meinem Telegram-Kanal findest du auch Übungen zum Erden. Wenn es nicht funktioniert bei dir, erde dich erst. Und dann versuchst du herauszufinden, was für mich ist jetzt am passenden. Jetzt nur ein paar Tipps, was, dass du genau gewisse Grenzen hast über gesunde Ernährung. Schauen wir unsere Evolution an. Der Mensch ist so technokratisch geworden, dass er nicht mehr weiß, wo ist was und was er kann, selber machen kann. So technokratisch und so abhängig ist er geworden. Wie war es früher? Der Mensch war genau wie die alle Lebewesen, sehr nah zu der Natur und wusste intuitiv, was er braucht. Er hat einfach von Mutter, Omas und seiner Familie gelernt und das hat er übernommen. Jetzt auch lernt er für die Familie, aber was ist der Unterschied? Wenn ich jetzt zurück zu der Natur gehe und anschaue, dann stelle ich fest, dass die Natur hat alles in vollem Pracht für uns in absolute Vollkommenheit geschafft. Und wir sollen das nicht ändern. Es bedeutet, ich kann aus der Natur nehmen und gleich essen. Und das, was mir ist jetzt wichtig, was mein Wesen braucht. Und das hilft meine Intuition. Wenn ich das Nahrung jetzt verändere, ich schaue jetzt in meinen Garten, dann ist das nicht diese Nahrung, welche ich brauche. Das ist schon etwas anderes. Und Professor Ogulov, der hat auch sein Leben lang geforscht und bestätigt, dass es 95% vom thermisch verarbeiteten Nahrung als Toxin für Körper ist und wird vom Körper als Toxin wahrgenommen und es belastet Leber. Es ist tragisch, sowas zu sagen, aber die meisten Menschen haben Leberprobleme, weil die thermische Nahrung essen. Ja. Und wenn wir über gesunde Ernährung sprechen, dann wir sprechen über das, was es jetzt da draußen wächst und dem Format, welches wir brauchen. Und das, was du jetzt brauchst, wirst du selbst spüren. Mehr brauche ich nicht sagen, das ist was. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen einfach mehr Vertrauen in sich selbst, mehr Gefühl aus deinem Bauch zu bekommen, dass du einfach glaubst an dich, glaubst an deine Intelligenz und an deine Weisheit und nützt die ganzen Zeug. Okay? Alles Gute, ciao.